Hallo und herzlich willkommen zu meiner Jubiläumsfolge. Hier ist euer Retro-Pionier. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist für mich ein kleiner, besonderer YouTube-Tag, denn ich habe nämlich im Laufe des Tages meinen 100. Abonnenten erhalten. Und ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht mal so allzu lange her, vielleicht circa 3 Wochen, habe ich hier gesessen und habe meinen 50. Abonnenten mit euch zusammen gefeiert. Und ich muss sagen, das ging jetzt zum 100. Abonnenten einfach sehr, sehr viel schneller, was ich mal als Zeichen deuten würde, dass ich mit meinen Videos doch auf dem richtigen Weg bin, dass ich meine Videos verbessert habe, eure Kritik angenommen habe, und das freut mich natürlich besonders, dass ich jetzt zu so einem tollen Ergebnis gelangt bin. Daher ist es an der Zeit, mich bei allen Abonnenten nochmal ganz herzlich zu bedanken. Vorweg möchte ich auch noch meiner Familie danken, die mir diese Freiräume für meine YouTube-Videos zugestanden haben. Insbesondere auch meiner kleinen Tochter Nele, die auch bei den Gauntlet Let's Plays ganz stark mitgewirkt hat. Und auch allen anderen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen, die auch in irgendeiner Form mir Unterstützung geleistet haben. Vielen Dank erstmal an diesen Personenkreis. Weiter geht mein Dank an einige Mitglieder aus der YouTube-Community, die selber irgendwo auf einem Retro-Kanal unterwegs sind. Da möchte ich mal den Mr. Venom 1974 an der Stelle mal gerne erwähnen, weil er in seiner Twitch-Folge Kommentare kommentieren meinen Kanal vorgestellt hat. Vielen Dank nochmal an dich hier an dieser Stelle. Und dann auch eine ganz besondere Freude, die sich hier nochmal eingestellt hat. Und zwar ist der Retro-Gambler Gerion 79 auch wieder mit da. Er hat ja eine längere Pause gemacht und ich hatte bis zum Dezember ganz, ganz viele seiner Videos verfolgt und angeschaut, auch wenn sie dann immer so ein bisschen länger waren. Dafür hatten sie einfach ganz, ganz viele Informationen an Bord, und ja, irgendwie habe ich mich so ein bisschen von ihm inspiriert gefühlt, dann auch mitunter dann auch mal selber auf YouTube was zu machen. Und ich war natürlich dann sehr, sehr traurig, als er seine Videos auf YouTube dann aus privaten Gründen eingestellt hat. Glücklicherweise war es nur eine Pause und er ist jetzt wieder da, und da freue ich mich ganz besonders, und ich hoffe, dass ich irgendwie auch nochmal so mit ihm irgendwie auch in Kontakt komme. Ich hatte ihn auch schon mal hier so angeschrieben. Mal schauen, was so draus wird. Insgesamt habe ich die YouTube-Community im Retro-Bereich als sehr freundlich und sehr hilfsbereit empfunden. Selbst die größeren Kanäle, auf denen ich so einige Videos angeschaut und kommentiert habe, die sind dann auch hier und da mal auf meinem Kanal vorbeigekommen und haben dann mal einen Kommentar dagelassen oder auch mal ein Like oder ein Abo. Und es freut mich natürlich sehr, dass sich da keiner zu schade ist, auch mal bei einem kleinen Kanal mal reinzuschauen, wo es vielleicht noch nicht ganz so professionell abgeht. Und ja, das bereitet mir dann schon Freude und das macht dann auch Spaß. Ausnahmen gibt es auch, also das hatte ich auch mal, so relativ zur Mitte meiner Abonnentenzahl, da hatte ich dann tatsächlich irgendwie jemanden erwischt, dem hat das irgendwie alles überhaupt gar nicht gefallen, und der hat dann so ziemlich jedes meiner Videos dann mit einem Dislike, alle zur gleichen Zeit. Ja, okay, sowas passiert natürlich, ist natürlich schade, aber gut, mit entsprechenden Likes wird das auch aufgewogen. Irgendjemanden gibt's halt immer, dem das irgendwie alles nicht gefällt oder wie auch immer, damit muss man halt irgendwo leben. Aber das ist, wie gesagt, wirklich absolut dann die Ausnahme. In meiner letzten Jubiläumsfolge hatte ich ja mit euch eine kleine Rundtour gemacht. Das will ich jetzt so in der Form nicht in der Ausführlichkeit wieder tun, sondern ich möchte heute mal mit euch dann konkret anschauen, was noch so auf euch zukommt, was euch da noch so erwartet. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß dabei. Und zwar hier habe ich ein neues Amiga CD32. Und da möchte ich euch auf einen kleinen Lötexkurs mitnehmen, weil bei dem Gerät die Kondensatoren getauscht werden müssen, 2 Stück an der Zahl. Und das würde ich gerne mit euch zusammen machen, beziehungsweise euch zeigen, wie das funktioniert. Dann würde ich gerne mit euch zusammen noch eine kleine Aufrüstaktion machen. Ich bin ja so auch mitunter begeisterter Apple-Fan und sammle alte Apple-Computer, und das ist hier ein Mac Pro 1.1, und den möchte ich gerne mit euch zusammen so weit aufrüsten, dass er für die heutige Zeit auch noch tauglich ist. Dann werde ich euch endlich den N64 vorstellen. Lange versprochen habe ich es ja schon dem einen oder anderen von euch. Mir haben aber einfach noch ein paar Teile gefehlt. Ein paar Zubehörteile, ein paar Spiele, die ich gerne einfach noch mit an Bord haben wollte. Jetzt habe ich alles zusammen, und ja, ich denke mal, in einer der nächsten Folgen werdet ihr den N64 näher zu Gesicht bekommen.
Mit dabei sein wird sicherlich auch nochmal dieses Telespiel, was ich im Rahmen einer Kanalspende erhalten habe. Vielen Dank hier auch nochmal an den Stefan dafür. Auch zeigen möchte ich noch ein paar Big-Box-Spiele, die ich für den PC ergattert habe. Wollte ich euch noch etwas im Detail vorstellen. Irgendwann kommen wird dann auch mal mit Sicherheit der Sinclair ZX Spectrum Plus 2, den ich gar nicht vor allzu langer Zeit erworben habe, mit schönem Kassettendeck an Bord. Sicherlich auch mal eine ganz interessante Geschichte, ein Ausflug der anderen Art. Und wenn Interesse besteht, kann ich auch noch einige weitere PC-Spiele vorstellen. Das können wir dann ja irgendwie mal über die Kommentare klären, ob das für euch interessant ist. Und wenn ich dann noch etwas Zeit finde, dann werde ich euch meinen Original Nintendo NES vorstellen, Nintendo Entertainment System. Das war jetzt mal ein kleiner Ausblick, was ich die nächsten Wochen und Monate so geplant habe, für euch hier auf meinem Kanal vorzustellen. Die Reihenfolge bzw. die Geräte sind jetzt nicht unbedingt fix. Da wären durchaus noch andere Kandidaten, die in Frage kommen könnten. Ich hätte auch beispielsweise noch einen C64, den ich nochmal vorstellen könnte von Commodore. Oder auch eine PlayStation 1 oder 2 oder eine Xbox Classic. Würde ja auch noch passen, da ich ja die 6. Konsolengeneration mit dem GameCube bereits angeschnitten habe. Also da hätte ich auch ausreichend Material, um euch da was zu präsentieren. Das könnt ihr mir ja auch gerne einfach mal in den Kommentaren in Form eines Wunsches oder Anregungen mal dalassen, was euch da so interessiert. Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen ganz herzlich bedanken, die sich noch nicht durch mein Video angesprochen gefühlt haben. Mir ist jeder Abonnent herzlich willkommen. Ich freue mich über Likes und auch über Kommentare, die zur Diskussion anregen. Ich werde auch versuchen, diese zeitnah zu beantworten. Da ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, habe ich da eigentlich auch immer relativ zeitnah Gelegenheit dazu. Schaut auch gerne nochmal bei meinen älteren Videos vorbei. Ihr findet da sicherlich die ein oder andere interessante Folge. Erwähnen möchte ich hier noch am Rande mal den Kanal von meinem Nachbarn, vom Woodhiker. Mit dem habe ich vor ca. 2 Wochen eine wunderschöne Wandertour gemacht. Ich sitze also nicht nur vor dem PC oder auf der Arbeit irgendwo, sondern ich bewege mich auch sehr, sehr gerne. Und das haben wir in diesem Video getan. Also wir haben eine wunderschöne LAN-Wandertour gemacht. Und wen das mal interessiert, wer da mal reinschauen möchte, der kann gerne mal beim Woodhiker vorbeischauen. Dann drücke ich an dieser Stelle noch der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. Ich hoffe, dass wir mit dem verlorenen Spiel gegen Mexiko nicht schon gleich aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Daumendrücken und genießt ein bisschen das Flair, was die Weltmeisterschaft so mit sich bringt. Ich bin ja an und für sich jetzt nicht so ein riesig großer Fußballfan, aber von so einer Weltmeisterschaft lässt man sich dann doch schon irgendwie mal treiben. Das macht dann schon auch mal Spaß, mal ein bisschen alles andere zurückzustellen und einfach mal da so ein bisschen das zu genießen, was man da so geboten bekommt. Damit verabschiede ich mich dann endgültig aus meiner Jubiläumsfolge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.